Hey! Was geht? Was ist los, Seth? Ich kann meinen Körper nicht bewegen. Hier ist etwas, Doki. Könnte das? Ja, ich fühle es auch. Es fühlt sich an wie Gales-Energie, nur stärker. Oh Gott, was ist das? Ihr müsst sehr stark sein, nur einer kann sich nicht bewegen. Ah! Das war lustig, was ist los? Fühlt ihr euch nicht wohl? Wer bist du? Zeig dich! Du musst Doki sein. Ja, ich kann deine Kraft fühlen. Wirklich beeindruckend. Ja, wer bist du? Man nennt mich Amon, den Chaosmeister. Amon? Noch ein Hellfest, wo sind deine Kumpanen? Ihr kennt uns. Das tut nicht zur Sache, ihr könnt uns nicht aufhalten. Chaos und Ehre werden bald auftauchen. Schade, dass ihr das nicht miterleben werdet. Das geht auf die Stimme. Oh Gott. Du spuckst große Töne, Unhold. Oh, geil! Fuck! Jetzt zeige ich euch die Macht des Terrors. Fuck, geil! Herr Guy, ist alles in Ordnung? Ja, aber die Lage ist ernst. Amon ist viel stärker als Gardis. Ich konnte mich nicht bewegen, wie peinlich. Das ist nicht schlimm. Ich bin ein echter Schwächling. Ich werde noch etwas trainieren. Hast du den Stein der Prinzessin gefunden? Nein, noch nicht. Er müsste sich hinter dieser Tür befinden. Oh. Das kratzt im Hals, Alter. Das ist... Hier ist nichts. Ja, nur dieser grüne Stein, sonst nichts. Das ist der Stein. Dieser grüne Stein? Der ist doch wertlos. Ja, aber die Prinzessin... aber es ist der Stein der Prinzessin. Ich muss... Achso, das sag ich gar nicht, oh. Ja, aber das ist der Stein der Prinzessin. Ich muss zurück ins Schloss. Oh, ich dachte, das sage ich. Der sah so aus wie ich. Hä, wollen wir auch gehen, Doki? Ja, machen wir. Na, 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 na. Wir machen das einfach anders. Flucht. Wir haben nämlich noch was zu erledigen. Würde ich mal so behaupten. Und zwar. Hier. Wir haben hier noch irgendwas nicht gemacht. Irgendwas. Das ist ein Monster. Moment. Wir besiegen die jetzt einfach mal alle, einfach um zu leveln und ein paar Goldmünzen zu farmen. Und weil ich glaube, hier gibt es Thron, oder? Ich hoffe, es gibt hier Thron. Wenn nicht, dann bin ich umsonst reingelaufen. Das wäre ziemlich kacke. Hey, Skelettis, Knochengolems, okay. Wieso können die alle nur zweimal angreifen? Das ist total scheiße. Total nicht cool. So, jetzt dürfte das eigentlich wieder frei sein. Hey, Nachtgeister. Okay, Doki macht einiges an Damage bei den Viechern. Ho. Ho, Lexis, Alter. Das war close enough. Wow, das war gutes Damage. Okay, ich bin immer wieder stolz auf dich. Haru, immer wieder stolz auf dich. Killer-Kürbis. Und der andere Kürbis, der besiegt ist. Komm zu mir, Samurai. Okay, wir sollten die nicht in der Reihenfolge... Okay, doch, machen wir doch. Machen wir doch. Sind ja dann besiegt und dann... Haru! Dein Ernst? Du hättest den einfach noch angreifen müssen, dann wäre er besiegt gewesen. Und noch mehr. Gut, dass es beim Emulator eine Vorspultaste gibt. Ich bin da sehr froh drüber. Muss ich ja sagen. Und einen Kraftsirup bekommen. 100.000 Goldmünzen. Wir können auf jeden Fall gleich Phönix und so kaufen. Oh, geil. Oh, geil. Das ist wundervoll. Confusio! Bringt euch nichts mehr, denn Guy ist nicht mehr verwirrt. Das ist, kann hier jetzt irgendwas noch irgendwie sein? So, eine Truhe oder so? Sonst fühle ich mich nämlich echt kacke. Furienschlag! Nee, Fersenschlag. Ist so krass. Eieiei. Ich bin so stolz auf dich, Haru, irgendwie.
Wir sind eigentlich nicht unterlevelt, oder? Ich meine, ich komme hier irgendwie doch ziemlich stark vor. An sich sogar. Muss ich zugeben. Irgendwie. Weiß nicht. Hier gibt's echt nichts. Was? Oh Mann. Ach, dein Ernst? Nervige Gegner. Ah, das macht... Ach nee, das habe ich letzten Part schon festgestellt, dass es nicht instant, Insta-Kill ist, oder? Aber gut, okay. Dann, ja, gut. Ah, okay. Dann wären wir... Ja, gut. Okay, dann wären wir hier angekommen. Dann war es doch nicht so nötig, hier lang zu gehen. Gut zu wissen. Dann würde ich sagen... Sprinten wir zum Schloss zurück. Verdammt, fast ohne von Gegnern getroffen zu werden. Oder angegriffen zu werden. Dein Ernst? Eine Bewegung vor dem Schloss. Lexus! Lexus, lol! Die haben einfach mal Lexus gekillt. Wow! Ich bin... Wow! Alter. Überrascht. Irgendwie. So ein bisschen. Dim, 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 dim. Nein, ich möchte nicht nochmal mich heilen. Tut mir leid. Dim. Dim. Dim, 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 dim. Champion, ich bin mir nicht sicher, ob Champion auch Leute zum Leben wieder erweckt, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall kriegt Seeland Phönix und Frostfee. Lexus gebe ich keine Zauber, da wir den nicht, der nicht für immer bei uns bleiben wird. Ja, jetzt ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe oder ob ihr es schon wusstet, aber ja, Lexus wird nicht auf ewig bei uns bleiben. Aber die Person, die danach zu uns stößt, die wird dann auf ewig bei uns bleiben. Und darauf freue ich mich schon, denn die Person ist echt, die ist auch ganz cool. Dim, 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 dim. Wo sind diese Leute hin? Ah, da. Nennst du das ein Juwel? Ah, dieser ist nicht Stein. Jawohl, ich bin sicher, dass das Juwel... Na Ruhe, du hast das Juwel nicht gefunden, oder? Hier hast du ihn, was soll ich mit diesem Kieselstein? Wie kann ich helfen? Keine Sorge, Erik. Man sagt, die Prinzessin mag Saphire. Bist du sicher? Ah ne, bist du sicher? Ich habe ein Saphir vorbereitet, nur für den Fall, dass so etwas eintreten sollte. Wunderbar, dann können wir ja gleich zur Prinzessin, gell? Gelle? Jennifer, ich habe dir die Juwelen aus dem Turm geholt, um dir damit meine Liebe zu beweisen. Das ist nicht mein Juwel, das ist nicht das Juwel, was ich gemeint habe. Was? Du warst doch in dem Turm, Sef, oder? Ja. Hast du das Juwel gefunden? Nein. Ich verstehe. Aber ich habe etwas gefunden, was, das du verloren hast. Was denn? Etwas, das du verloren hast, als wir noch Kinder waren. Ich habe den kleinen Stein nie vergessen, den du mir gegeben hast, als wir noch Kinder waren. Prinzessin. Ich bewahre ihn immer noch auf. Ich wusste nicht, dass ein Stein... Sef. Prinzessin, ich bin deiner nicht wert. Ich bin mit dem Warten aufgewachsen. Lass mich jetzt bitte nicht länger warten. Das werde ich bestimmt nicht. Dann geh doch nicht einfach weg, Sef. Prinzessin. Oh, du bist immer noch hier. Du kannst gehen. Bitch. Eiskalt. Eiskalt. Tja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, nachdem sich alles wieder beruhigt hat. Du kannst gehen. So einfach kommst du nicht davon. Ich bin der Einzige, der das Schloss retten kann. Hüte deine Zunge, du Wicht. Ich bin ein König und werde auch alleine mit allem fertig. Ich hoffe, du wirst es nicht mal irgendwann... du wirst das nicht irgendwann einmal bereuen. Prinz, warte auf mich. Okay. Sei ernst! Du hast dann Spaß gemacht. Nice. Ich denke, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ja, denke ich auch. Wow, was ist da los? Entschuldige, ich war in etwas Schneide. Stimmt das nicht? Ein Mann hat die Stadt im Norden, Agurio, auf dieser Stadt. Ich muss sofort den König davon berichten.
Was? Toki. Ja, das muss Amon sein. Bitte nicht schon wieder. Auf, gehen wir. Ja, genau. Was ist denn mit diesen Höllenfürsten los? Warum tun sie das der Bevölkerung an? Warum sind sie solche Schweine? Wow. Och Mann, diese... Mann! Ich will nicht von... Ja, ich sprinte jetzt übrigens durch diese Oberwelt. Einfach wegen diesen Monstern. Weil sie nerven. Mensch. Tempel nach Agurio. Okay. Wow. Hey. Alles fresh? Hey. Nein. Hey, du. Nein. Sie war doch ein Kind. Junge. Nein, sind sie... sag bloß... Da ist noch ein Kind! Was ist denn mit dir, Amon? Noch eins! Bist du irgendwie geistig behindert oder so? Das war jetzt... Ne? Also, sorry. An alle geistigen Behinderten draußen. Es tut mir leid. Aber... Nee, wie kann der Kinder umbringen? Als ich hier ankam, war es bereits zu spät. Wenn du rechtzeitig hier gewesen wärst, hättest dich genauso erwischt wie die Leute hier. Ja, alleine hätte ich nichts ausrichten können, absolut nichts. Wenn ich Amon damals besiegt hätte, wäre dies niemals geschehen. Doki, ich habe dir erzählt, dass dein Schicksal das Kämpfen ist. Aber nun... Was nun? Du hast genug gekämpft, leg dein Schwert ab und kehre in dein normales Leben nach Pandoria zurück. Warum sagst du so etwas jetzt? Du bist nicht stark genug, um Amon zu besiegen. Du wirst im Kampf unterliegen. Es kann sein, dass Amon wirklich so stark ist, aber das muss ich selbst herausfinden. Ich kann Amon nicht vergeben, dass er diesen unschuldigen Menschen so viel Leid zugefügt hat. Es waren Kinder! Deine Aura. Ich fühle eine positive Energie in deinem Innersten. Wie bitte? Ich fühle auch Wut in dir. Doch du hast sie unter Kontrolle. Mit dieser Energie kannst du... Amon besiegen? Der Weg, um einen Höllenfürst zu besiegen, ist die Energie, die in dir steckt. Kannst du mir das etwas genauer erklären? Die Höllenfürsten sind die Energie des Bösen. Besiegst du ihre Energie, besiegst du auch sie. Aber deine eigene Energie ist nicht stark genug, um Amon... den Höllenfürsten zu besiegen. Wie kann ich stärker werden? Deine Energie kommt aus deinem Innersten. Viel stärker wirst du nicht werden, aber... Aber was? Also sprich doch endlich, Mann. Es gibt ein Schwert, das die Energiewellen verstärkt. Ein Schwert, das Energiewellen verstärkt? Ja, das Lufia-Schwert. Es reagiert auf die Energie seines Trägers... und verstärkt dessen Kraft. Lufia-Schwert? Weißt du, wo ich dieses Schwert finden kann? Keine Ahnung. Vielleicht ist das alles auch nur eine Legende. Ja, aber der Glaube an dieses sagenhafte Schwert verleiht mir neuen Mut und neue Kraft. Also wirst du doch kämpfen. Auch wenn es dein Ende bedeuten könnte. Es ist leichter für mich, meinem Schicksal zu folgen, als einfach davon zu rennen. Ich werde dich nicht zurückhalten. Doch ich kann die Leute hier nicht zurücklassen. Hilfst du mir? Natürlich. Die armen Kinder. Es waren Kinder! Armer Alter, dafür wirst du so büßen. Mögen die leiden mussten, in Frieden ruhen. Sie werden im Paradies glücklich sein, oder? Ja. Das werden sie. Doki, was wirst du jetzt tun? Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich werde nach dem Lufia-Schwert suchen. Außerdem habe ich mit Amon noch eine Rechnung offen. Ich habe eine Lichtkugel nach Süden fliegen sehen. Das könnte Amon gewesen sein. Aha. Ich gehe jetzt lieber. Okay, Iris. Mal nicht zu doll, ne? Iris, wirst du mir eines Tages erzählen, wer du wirklich bist?
Der Tag wird kommen, an dem du alles erfährst. Wenn ich dir mein wahres Ich zeige, wirst du mich nicht mehr erkennen. Okay. Okay. Okay, das war... Okay. Ja, dann würde ich sagen, Königreich Arturia. Seit wann steht unser Schiff jetzt da? Warum steht unser... Warte mal. Egal. Sie hat gesagt, nach Nüden... nach Nüden? Nach Nüden ist eins geflogen. Nicht geflogen. Nach Nüden. Ja, nach Nüden. Trieste. Ich komme keine Ahnung, geflogen. Die Leute sind immer noch ganz aus dem... Ja, ist okay. Es geht. Ihr habt doch sicherlich einen Shop. Genau das habe ich gesucht. Na, 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 na. Hammerroute. 20 mehr Angriffe. Oh, das ist schon verlockend, ne? Das ist schon verlockend. Ja, und Stirnreif. Boah, das macht einiges an magischen Angriff bei Seelern dazu. Uiuiui, oi, 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 18. Das ist auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, Lexus kriegt den auch. Eronschild 4. Und, ja, es ist halt nicht nötig, den beiden das zu geben, ne? Ja, innen brauchen wir jetzt nicht. Dann gucken wir mal irgendwie hier weiter. Gucken wir erstmal hier oben lang. Was hier oben ist, nichts. Okay. Oh ja, Azurblaut. Klotze, Klötze und Motzklotze. Klötze. Blitz, Azurklotz, bleibt da. Das ist super. Dann besiegen wir den mal und kriegen nochmal, ich glaube, 5500? 11.000, alt, 11.100 Erfahrungspunkte. Das ist auf jeden Fall nice. Die geben immer so schön viel Erfahrungspunkte, das ist super geil. Das ist super, super geil. Okay, wo müssen wir hin? Müssen wir hier hin? Dort, ich gehe mal in das Dorf hier. Picolonia. Ey, hab schon lange keinen Touristen mehr gesehen, gell, Bruder? Hier gibt's gar nichts zu... Oh, hier gibt's auch nichts zu sehen, schön. Ein Brunnen, kann ich in den Brunnen? Nee. Ihr habt nicht mal einen Job. Ihr seid für mich nicht nützlich. Okay, ich glaube, hier ist nichts, was uns was bringt, wie wir da hinten hinkommen. Ich glaube... Da kommen wir später noch irgendwann hin, ja. Aber mit einem Schiff. Mit einem verbesserten Schiff, glaube ich. Ich meine, unser Schiff ist jetzt schon ziemlich geil. Aber es geht noch besser. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, da ist ein Dorf. Da ist ein Dorf. Da ist ein Dorf. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Da will ich hin. Da will ich hin. Hey! Botravia! Ach, hier sind wir! Wir haben uns lange nicht gesehen, Lexus. Hast du wieder was erfunden? Ja, ich glaube schon. Hallo, auf jeden Fall. Hey, Mirko! Okay, den spreche ich jetzt so wie den Typen eben. Oh, Lexus, du bist noch am Leben. Was ist das denn für eine Begrüßung? Wie weit bist du mit den U-Boot-Plänen? Ich bin soweit fertig. Mir fehlt nur noch das richtige Schiff. Wie wäre es denn mit Exerion? Das Schiff, das aus dem Aurabau gemacht wurde. Was meinst du? Was meinst du das im Ernst? Dieses Schiff wäre perfekt. Wo ist es? Wir haben es draußen vor der Stadt geankert und können es jederzeit holen. Haben wir nicht. Ja, worauf wartet ihr denn noch? Du hast ihn gehört, Toki. Wollen wir das Schiff umbauen lassen? Ja, natürlich. Gut, lass uns Exerion hierher bringen. Das ist als Exerion. Ja, daraus können wir ein U-Boot machen. Gut, fangen wir nochmal an. In Ordnung, bring mir die Pläne. Jawohl. Hey, was machst du hier? Jetzt hab ich dich, du kannst mir nicht mehr kommen. LOL. Haha. Hey, was? Mirko, die Pläne sind wohl geschlagen. Hey, was? Wer hat das getan? Ein Elfenkind, ich habe es schon an den Ohren erkannt. Ein Elfenkind? Das glaube ich nicht. Aber ich habe es noch in spitzen Ohren gesehen. Das muss eine Elfe gewesen sein.
Aber... Wir müssen die Pläne unbedingt wieder haben, sonst ist alles verloren. Okay, Leute, aber das machen wir alles im nächsten Part. Ich würde sagen, wir sehen uns hier bei das nächste Mal wieder. Haut rein!